Tag. Ich erzähle Ihnen heute etwas über die Senkung der Beckenorgane und die damit einhergehenden Probleme. Der Name sagt schon, die Senkung der Beckenorgane, dahinter verbirgt sich, dass sich der Beckenboden verändert durch bestimmte Risikofaktoren, die es im Leben gibt oder die sich im Leben eben auch häufen. Dazu gehören auf jeden Fall zum Beispiel Geburten. Je mehr Kinder Sie auf normalem Weg gebären, desto größer wird das Risiko. Dazu gehört aber auch Übergewicht. Dazu gehört auch bestimmte andere Grunderkrankungen wie Diabetes und viele mehr. Jedenfalls kommt es dann dabei zu Veränderungen des Beckenbodens, die eine Senkung begünstigen. Senkungen der Beckenorgane, das ist eigentlich keine seltene Erkrankung und es ist eigentlich im eigentlichen Sinne auch keine richtige Erkrankung, solange keine Beschwerden da sind. Bestimmte Untersuchungen haben gezeigt, dass Frauen zum Beispiel zwischen 50 und 75 Jahren in ca. 50% Senkungserscheinungen haben. Aber nicht alle Senkungen sind eben tatsächlich auch behandlungsbedürftig. Wann aber eine Senkung behandlungsbedürftig wird, das spüren Sie eigentlich am besten. Normalerweise sind diese Symptome eigentlich relativ klar, wenn eine ausgeprägte Senkung vorhanden ist. Das ist oft so, dass man dann zum Beispiel auch die Senkung schon von außen sieht. Also wenn Sie an sich herunterschauen, sehen Sie auf jeden Fall schon auch, dass bereits die Senkung vor das Scheidenniveau tritt, dann ist es eigentlich relativ klar. Aber auch diskretere Senkungen können große Beschwerden bereiten. Zum Beispiel wird sehr häufig geschildert, dass so eine Art Fremdkörpergefühl im Scheidenbereich zu spüren ist, dass das auch im Laufe des Tages vielleicht dann auch eher zunimmt. Eben auch im Maße der Belastung, die im Laufe des Tages stattfinden, der Beckenboden ermüdet dann. Und dann kann es eben sein, dass die Organe eben eine Etage tiefer sich bewegen und dann eben diese Beschwerden bereiten. Häufig auch einhergehend mit einem Ziehen im Kreuzbereich oder auch manchmal mit Schmerzen. Viele andere Dinge sind damit begleitend beeinträchtigt. Zum einen natürlich auch die Bewegungsmöglichkeiten. Dieses unangenehme Gefühl ist teilweise ausgeprägt, sodass man Sport an sich auch fast nicht mehr durchführen kann. Oder eben auch das Sexualleben ist sicherlich etwas, was in Mitleidenschaft gezogen wird. Entsprechend wird natürlich dann auch der Besuch bei Ihrer Frauenärztin oder beim Frauenarzt dann der Gestalt sein, dass man gezielt danach schaut, wenn Sie diese Symptome schildern. Und man wird dann häufig auch feststellen, dass auch tatsächlich Senkungen vorhanden sind und dann mit Ihnen halt auch besprechen, was es für Möglichkeiten gibt, die dann auch wieder zu beheben. Was auch noch ganz wichtig ist, nicht nur die Senkung tritt isoliert auf, sondern in ungefähr 40% der Fälle ist tatsächlich auch eine Störung der Blasentätigkeit zu beobachten, ob das jetzt eine Inkontinenz ist, sodass Sie das Wasser vielleicht nicht halten können, oder aber gerade andersherum, durch eine sehr starke Senkung kann es durchaus sein, dass die Entleerung der Blase einfach schwerfällt, weil die starke Senkung tatsächlich einen so großen Knick in die Harnröhre bewegt, dass dann das Entleeren der Blase nicht mehr stattfindet oder erst möglich ist, wenn Sie die Senkung manuell wieder zurückbewegen. Das sind dann Probleme, die tatsächlich erstmal schon einer operativen Lösung bedürfen. Natürlich ist es immer von der Lebenssituation abhängig. Wir müssen immer auch sehen, was drumherum geschieht. Wenn Sie es zum Beispiel eine sehr schwere körperliche Arbeit nachgehen und insgesamt sehr mobil sind, aktiv sind, dann ist es sicherlich schwieriger, mit konservativen Möglichkeiten eine zufriedenstellende Lösung herbeizuführen. Die konservativen Möglichkeiten, das sind in aller Regel die Pessare, die an sich sehr wirkungsvoll sind, die wir auch sehr gerne einsetzen, die aber bevorzugt zum Tragen kommen, wenn beispielsweise Frauen jetzt nicht mehr so wahnsinnig aktiv sind und wo auch die Operationsrisiken einfach sehr hoch sind. Andernfalls kommen vielfältige Operationsmöglichkeiten in Betracht. Auch da hat sich unser Spektrum in den letzten 2 Jahrzehnten immens erweitert. Wir können über die Zugangswege
über den Bauchraum, also über die Bauchspiegelung, die Senkung beheben, oder wir können das über den vaginalen Weg wählen. Außerdem können wir auch überlegen, ob, wenn eine ausgeprägte Bindegewebsschwäche vorliegt und das Bindegewebe nicht sehr tragfähig ist, dass wir dann auch zur Gewebeverstärkung bestimmte Netze anwenden, die das Gewebe dann einfach verstärken und somit mehr Stabilität herbeiführen. Um zu sehen, welche Methode die richtige ist, ist es natürlich einmal wichtig, dass wir eine sehr ausführliche Untersuchung durchführen und eben aber auch mit Ihnen besprechen, was Sie im Leben vorhaben und wie Sie sich das auch weiter vorstellen, damit wir natürlich das auch bei der Planung berücksichtigen können. Für uns als chirurgisch tätige Ärzte ist natürlich auch wichtig, dass wir den Beckenboden gut kennen, also auch die Anatomie, die sehr komplex ist. Und da müssen wir einfach schon auch wissen, auf was wir zu achten haben, um einfach die Funktion des Beckenbodens wiederherstellen zu können. Und aus diesem Grund müssen wir auch verschiedene Methoden anbieten können. Es kann also nicht sein, dass wir ein und dieselbe Methoden anwenden auf verschiedene Arten der Senkung und auf alle Beschwerdebilder, sondern wir müssen einfach für jede Person einfach auch eine gute Lösung haben. Und dazu gehören einfach aber auch teilweise sehr, sehr unterschiedliche Operationsmethoden. Und die müssen wir einfach mit Ihnen dann individuell planen.